Wenn du dich selbstständig machen willst, dann gehe ich davon aus, dass du auch erfolgreich werden willst. Und da kann es vielleicht sinnvoll sein, dass du nicht alleine, sondern in einem Team gründest. Und ich werde dir in diesem Video 4 wichtige Merkmale und Kategorien aufzeigen, die dafür sprechen, dass du eher in einem Team gründest als alleine. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Berater, Coach und mache auch Persönlichkeitstests, sondern bin selbst auch Gründer und Unternehmer. Deshalb habe ich bei einigen Projekten auch ein falsches Team gehabt oder gar kein Team und das ist gescheitert. Deshalb werde ich dir in diesem Video aus der Praxis für die Praxis nicht nur relevante Tipps geben für die eine Teamzusammenstellung, sondern auch Gründe dafür geben, die dafür sprechen, dass mit einem Team dein Erfolg überhaupt erst möglich sein kann. Die ersten wichtigen Gründe dafür, dass dein Team vollständig sein muss, dass die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, dass du beispielsweise zulassungs- oder genehmigungspflichtige Gewerbe oder Tätigkeiten nachgehen kannst. Du kannst nicht einfach so Rechtsanwalt werden, wenn du nicht die entsprechende Ausbildung hast. Du kannst nicht einfach irgendwann einen Handwerksbetrieb eröffnen, wenn du nicht die entsprechenden Handwerksnachweise, Handwerksmeisternachweise auch hast. Das bedeutet also, deine Aufgabe ist zunächst, dein Team so zusammenzustellen, dass alle Zulassungsvoraussetzungen, Genehmigungsanträge und die Voraussetzungen dafür erfüllt sind und dass aber auch fachliche Qualifikationen und Branchenerfahrungen gegeben sind. Je nach Tätigkeitsart findest du die entsprechenden zulassungs- und genehmigungspflichtigen Auflagen bei den entsprechenden Kammern. Handelskammer, Handwerkskammer, Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer, je nachdem, was du genau machen willst. Die fachlichen Qualifikationen, die sollten natürlich gegeben sein, wenn du einen Gastronomiebetrieb eröffnen willst, dass du die entsprechenden Kenntnisse hast als Koch oder als Restaurantfachfrau oder Fachmann. Viel interessanter aber für viele Menschen, gerade für die Banker und Investoren ist aber, wenn sie dir Fremdkapital anvertrauen, ist, wie es um eine Branchenerfahrung steht. Und Branchenerfahrungen sind häufig der ausschlaggebende Grund, weshalb dir jemand traut oder misstraut. Genauso wird jemand, der Yachten vermietet, dir misstrauen, wenn du ein Seemeilenhandbuch vorlegst, wo nichts drinsteht. Oder du warst nur auf dem regionalen Gewässer ein wenig schippern. Wenn du eine große Hochseejacht wirklich buchen, chartern willst und du dort auf dem Mittelmeer oder einem anderen Gewässer unterwegs sein willst, wo Gefahren sind, dann will der Yachtvermieter von dir wissen, dass du schon viele hundert, viele tausend Seemeilen hinter dich gebracht hast. Und genauso gilt es auch beim Investor oder einem Banker, der dir Geld anvertraut von anderen Menschen oder sein eigenes Geld. Diese Menschen wollen wissen, dass du schon mal gezeigt hast, dass du ein Boot geführt hast. Deshalb brauchst du selbst oder in deinem Team entsprechende Branchenerfahrung, wo dann der Geldgeber sagt, jawohl, da ist jemand drin, der mit dem Boot schon mal durch eine Krise, durch einen Sturm gekommen ist, der aus einem Hafen ausgelaufen ist, eine Wegstrecke hinter sich gebracht hat und seinen Zielhafen auch erreicht hat. Für den operativen Alltag, für den Planungsalltag deiner Unternehmung ist es aber viel wichtiger, dass alle 4 Kompetenzfelder auch wirksam abgedeckt sind. Und wenn du selbst nicht weißt, wer du bist und wenn du nicht weißt, wen du brauchst oder du vielleicht Teammitglieder hast, wo du nicht weißt, ob die dich ergänzen oder dich doppeln, dann wird es schwierig. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du 4 Direktoren oder 4 Kapitäne auf dem Schiff hast, aber keiner, der das Segel einholt, keiner, der das Boot fliegt, keiner, das Essen macht und keiner, der am Ruder steht und weiß, wie er steuern soll. Gehen wir nun zum ersten von den 4 Kompetenzfeldern. Das Wichtigste, was du brauchst, ist ein strategischer Visionär, der große Freude hat, das zu denken, was noch nicht da ist und das abzugleichen mit dem, was da ist. Und aus diesen beiden Positionen einen Plan macht, der auch umsetzbar wird. Du brauchst also einen strategischen, konzeptionellen Visionär, der wirklich echte, umsetzbare Pläne entwickelt und immer ein wenig den echten Realentwicklung mental voraus ist und weiß, was auf das Team, was auf alle Beteiligten zukommt und in der Lage ist, dann auch zu steuern, sprich also mitzubekommen, wenn dieser geplante Weg verlassen wird, um eine Kurskorrektur herbeizuführen. Und das zweite wichtige Kompetenzfeld und fast schon das Gegenstück zum strategischen Visionär, der eher in der Zukunft unterwegs ist, ist der Verwalter, der Administrator oder auch häufig im Unternehmen der Manager genannt. Diese Person hat die Aufgabe, die vorherrschenden Prozesse aufrechtzuerhalten, besser zu machen, Fehler auszumerzen, sicherzustellen, dass die Qualität besser wird, aber auch sicherzustellen, dass die entsprechenden Kosten und alle anderen Ausgaben in der Planungsrechnung, im Rechnungswesen, im QM-Management aufrechterhalten und pünktlich abgeliefert werden.
Beide zusammen erst werden sicherstellen, dass nicht nur eine Weiterentwicklung geschieht, sondern dass das bereits Geschaffene nicht zusammenbricht, sondern Stück für Stück in der Qualität wächst, zunimmt und aufrechterhalten wird. Beim dritten Kompetenzfeld brauchst du jemanden in deinem Team, der gerne Dinge zu Ende macht. Du brauchst also Menschen, denen du entweder eine Liste mit Aufgaben gibst oder die sich selbst machen und diese vor allen Dingen zu Ende machen. Du brauchst also Umsetzer, Macher, Erlediger, die sich gerne darüber freuen, dass sie auch manuell in der materiellen Welt etwas umsetzen und erschaffen wollen. Währenddessen der Stratege eher in der inneren Welt etwas neu schafft, der alles durchdenkt, alles im Kopf macht. Der hat in der Regel wenig Lust, das Ganze auch noch in die Tat umzusetzen. Und der in die Tat Umsetzer, das ist der Umsetzer. Und das vierte, genauso wichtige Kompetenzfeld wie alle anderen, ist derjenige, der gerne beeinflusst. Derjenige, der gerne überzeugt, der gerne leitet, der motiviert, der das Team zusammenhält, der dafür überhaupt die Sorge trägt, dass es etwas wie ein Team gibt, dass es eine Stamm ist, eine Clubkultur, eine Gemeinschaft gibt, ein Arbeitsklima gibt, wo Menschen sich gerne anschließen, folgen und Teil davon sind. Dieser Mensch wirkt nicht nur nach innen zum Team, sondern dieser Mensch wirkt auch nach außen und gewinnt Interessenten, Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten. Der macht die Öffentlichkeitsarbeit, die Marketingarbeit, die Social-Media-Arbeit und gewinnt dadurch andere Menschen. Entweder um Kunde zu werden oder Partner oder Mitarbeiter und das Team zu ergänzen. Wie du also siehst, sind nicht nur die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen oder die logischen Auflagen, sondern es gilt auch, die menschlichen Kompetenzfelder im Rahmen eines Unternehmens auch abzudecken. Und hier gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du oder ich alle Kompetenzfelder und alle fachlichen und sonstigen zulassungsrelevanten Voraussetzungen erfüllen, ist gleich null. Es gibt kaum Menschen, die in allen Bereichen auch Stärken haben oder diese sogar gerne machen. Das bedeutet, du als auch ich, wir beide sind auf Ergänzung ausgelegt. Es ist also zwingend erforderlich, ein Team zusammenzustellen. Die gute Nachricht ist, dass sich diese Frage schon vor über 70 Jahren die amerikanische Luftwaffe und die NASA gestellt haben. Denn einer ihrer Piloten, der Dr. Birkmann, hat die Aufgabe bekommen herauszufinden, wer bringt welche Stärken mit und ist überhaupt geeignet, ein Flugzeug zu führen oder in den Weltraum zu fliegen. Und dieser Test steht auch für dich bereit unter der Webseite www.birkmann.info. Mit diesem Test erfährst du erstens, wer du bist und was du kannst. Du erfährst aber auch, was du brauchst, also wer dich ergänzt. Und du findest dann auch heraus, drittens, welche deiner schon vorhandenen Teammitglieder überhaupt dich ergänzen und wer nicht. Und du findest viertens heraus, wenn du neue Teammitglieder mit hereinnehmen willst, einstellen willst, welche Stärken sie wirklich mitbringen und ob sie fünftens dann übereinander gelegt, also gematcht, auch das Team komplementieren. Und so hast du auf der einen Seite im Innenverhältnis Klarheit und Sicherheit, dass du ein vollständiges Team hast. Du kannst aber auch im Außenverhältnis, wenn du also Kreditanträge, Förderanträge oder vor Investoren pitcht, nachweisen, schwarz auf weiß, bunt auf weiß, dass euer Team vollständig ist und wer aus welchen Gründen oder aus welchen Stärken heraus auch die einzelnen Positionen besitzt. Das bedeutet also, wir helfen dir nicht nur dabei, deinen Finanz- und Businessplan vollständig zu machen, alle Anhänger abzubilden, sondern auch dein Team vollständig abzubilden und das mittels des Birkmann-Testes auch abzuschließen. Sprich also, wir bieten auch diesen Test an, werten das für dich aus, helfen dir auch gemeinsam, das Team zu vervollständigen und das so abzubilden und plausibel sichtbar zu machen für die Banker oder für die Investoren. Du kannst also jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch und wir beraten dich gerne zu diesen Themen oder du kannst auch gleich ein Webinar buchen. Die Links findest du unterhalb des Videos. Also buche jetzt deine Option, kostenfreies Erstgespräch oder gleich ein Birkmann-Test. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video mit Daumen hoch zu liken. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Vervollständigung deines Teams, sodass du deine Ziele tatsächlich auch erreichen kannst.